Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Mass Effect 3. Nach kurzzeitigen Serverproblemen von Origin konnte ich jetzt mal wieder Mass Effect starten. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der nächsten Mission. Kleine Anmerkung, ich bin ja jetzt nicht am selben Ort, an dem ich letzte Folge aufgehört habe. Das liegt daran, dass ich, dass ich einen neuen PC habe. Und ich testen wollte, ob der Spielstand funktioniert, also ob die Cloud-Speicherung von Origin funktioniert hat. Dass ich hier einfach nur Mass Effect wieder installieren musste und den gleichen Spielstand weiterzocken kann. Und glücklicherweise hat es funktioniert. So. Dann schauen wir gleich mal. Wir könnten die Basis des Unbekannten angreifen. Bin mir nicht sicher, aber das könnte, glaube ich, schon so die finale Mission einleiten. Also das Ende einleiten. Deswegen mache ich das mal noch nicht. So, wir schauen erstmal beim Kommunikationszentrum vorbei. Gut, wenn wir scannen, gibt es nichts weiter und dann landen wir mal. Und wir nehmen mit Liara und Garrus. So, bei mir passt alles, bei Liara auch und bei Garrus nicht ganz. Die da. So, nochmal modifizieren. Einmal das Ding und das Ding. Gut, passt auch. So, 8 Punkte. Was machen wir denn mal? Wir könnten mal machen, entweder die Cluster Grenade oder... Ich glaube, ich könnte auch Kosten 6, ne? Ich glaube, ich werde mal das machen. Ich werde mal das machen. Dafür brauche ich keine Kombo, das habe ich dauerhaft, deswegen lohnt sich das, denke ich mal, mehr. So, Garrus hat 6 Punkte. Da werde ich mal das upgraden. Ah, da fehlt ein Leerzeichen. Da haben sie ein Leerzeichen vergessen. Zur Not kann ich den ja wiederbeleben. Dann lieber mehr Waffenkraft, mehr Waffenschaden nehmen. Damit ich in der Gruppe mehr Schaden machen kann. Denn wenn die sterben, kann ich es einfach wiederbeleben. Dafür mache ich aber so mehr Schaden. So, hier nehme ich mal das da. Und Stase. Doch, um 40% mehr Dauer, das ist doch gut. So, und dann sind wir fertig. Commander, Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch, wir sind bald da. Ja, ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende.
Dann werden wir uns mal darum kümmern. Miss Sato, wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Ach komm. Stöhnen hier doch nicht so. Verdammt. Wo ist der? Ha! Puh, okay, ich bin erstmal weg. Irgendwie habe ich den nicht mehr gesehen. Ich glaube, der ist irgendwo noch da abgehauen. Was da auf jeden Fall ist, ist ein Geschütz. So, das haben wir. Danke, Garrus. Ups. Da wollte ich eigentlich nicht runter, aber kann man ja mal... Na, immerhin ist er vom Tod nochmal geflogen. Nein, da. Wer würde denn nicht gerne einfach mal so fliegen, ohne jetzt irgendwie ein Flugzeug oder sonst was zu brauchen, ohne zusätzliche Geräte? Commander Shepard, Cerberus hat jetzt durchkämmt das Gebiet. Ich glaube, sie suchen nach mir. Sie ermitteln Sartos Position über den Funkverkehr. Oh nein, wie können wir... Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navigator. Haust du mal nicht ab hier! Ich habe das Gefühl, die kommen von hier. Oh, Alter. Und tschüss. So. Wer möchte denn noch? Du. Tschüss. So, hier ist auch noch einer. Da. Und aufs Maul. Hier oben ist noch einer. Ich hab dich doch gehört. Hä? Wo denn? Ach, bestimmt unter mir. Oh, ja. Ich habe ein paar Gegner gefunden. Da hinten, komm her. Moment. So, komm. Ohne zu bewegen, bitte. Nein, ohne dich zu bewegen. Nee. Kannst nicht zuhören. Ohne dich zu bewegen, komm. Wo bist du? Komm raus. Och, Mensch. Dann machen wir es wieder anders. So, die Waffe wieder. Wenn du dich nur verstecken kannst hier. Dann gehst du halt so drauf. Habe ich auch kein Problem mit. So, lass mal meine Kollegen in Ruhe. Und bam. Gut. Was muss ich eigentlich machen? Ich habe gerade gar nicht... Ach, da. Da muss ich hin. Ich habe nämlich gar nicht zugehört. Oder also ich hatte zugehört, aber habe es gerade irgendwie vergessen. Aber Gegner töten kann man ja immer mal machen. Ich meine, sie greifen uns zuerst an, also warum nicht? Ist ja nur verteidigen. Miss Sato, komm. Miss Sato, sind Sie da? Sie hat vermutlich Angst, dass man sie findet, wenn sie die Funkstelle bricht.
Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie, aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navi-Punkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Gut, ich muss nach da oben. Und da warten schon Gegner auf mich. Ah, ich gehe einfach mal vorbei hier. Autsch. Also ich mache schon ordentlich Nahkampfschaden. So ist es ja nicht. Das haut schon ordentlich rein. So, hier muss ich hin. Nein. Da. Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gib ihr Deckung, Commander. Hör doch gerade einer. Gelände gesichert. Hole Misato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Gute Arbeit, Lieutenant. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Misato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut, wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett Ende. Gut, nochmal 10.000 Credits dazu bekommen. Das freut mich so. Schauen wir nochmal. Hier war die minimale Stärke. Und wir sind schon hier. Wenn wir noch ein bisschen weitermachen, haben wir bald doppelt so viel. Also wie wir mindestens bräuchten. So, da haben wir ganz viele neue. Bereitschaftswertung 50%. Genau die kann ich, glaube ich, im Multiplayer-Modus noch erhöhen. Also Mass Effect 3 hat ja auch einen Multiplayer. Da ist halt eigentlich auch... dass man, ich weiß gar nicht, ob man da auch Player vs. Player machen kann. Aber man kann auf jeden Fall so in einer Gruppe, in, ich glaube, maximal einer Vierergruppe, auch wie zum Beispiel die Karte, auf der wir eben waren, einfach so gegen Cerberus oder sonst was, gegen Aliens und so weiter verteidigen. Und dann erhöht sich dieser Bereitschaftsgrad. Da habe ich, also ich habe ja Mass Effect 3 schon ein paar Mal öfter gezockt. Und im Multiplayer habe ich auch eine lange Zeit lang gezockt. Deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus. Gut, dann würde ich aber mal sagen, ich will nicht zu viel labern jetzt am Ende. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren. Und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.